Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich bin hier heute etwas zugebaut. Das ändert sich aber gleich. Ich wollte nur einmal zeigen. Also ich habe diesen Tullibardin 15 heute für euch. Und da fand ich die Verpackung eigentlich ganz toll. Ich habe es im Internet gesehen und dachte mir so, hui, das sieht ja schick aus. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gut sehen kann. Wenn man das öffnet, dann ist dieses Etikett, also dieses Emblem, das öffnet sich so zweigeteilt. Ne? Also und hat dann natürlich einen Magnetverschluss. Das sieht, also finde ich, sehr schick aus. Aber es ist wie bei den koreanischen Autos. Mann, das sieht ja schick aus. Fass mal an. Nicht so dolle. Also ist natürlich Plastik, klar. Also in der Preiskategorie gibt es kein Holz, Metall oder sonst was. Trotzdem eine schicke Verpackung für diesen Whisky. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Also, der Tullibardin 15 ist der unterste in der Age-Statement-Kategorie bei Tullibardin. Die haben mal eben gepflegt, den 10er und 12er weggelassen. Das finde ich ist schon ein mutiges Statement. Da gab es sonst immer nur diese Sautern-Finish und Sherry-Finish. Und der ist also jetzt mal ein Age-Statement. Den wollte ich eigentlich live für euch öffnen, aber wie das so ist, ihr kennt das vielleicht, ich konnte mich nicht an mich halten. Ich habe ihn also schon geöffnet, die Verpackung ist also schon offen. Aber dann soll er jetzt auch mal direkt ins Glas entlassen werden. Der Korken sitzt ordentlich stramm. Und ich muss sagen, der sieht auch gut aus, finde ich. Also, es steht in der Beschreibung, dass der nur in Bourbonfässern gelagert worden ist. Jetzt habe ich noch so ein bisschen hin und her recherchiert und es gibt auch ein oder zwei Stimmen, die sagen, der hat vielleicht aber auch mal im Sherryfass gelegen. Das weiß ich nicht. Vielleicht finden wir es ja gleich raus. Auf jeden Fall hat einer geschrieben, auch in der Pressemitteilung von Tullibardin stünde drin, dass der wohl mal in Sherryfässern gelegen hat. Wir alle kennen die Lünings und da habe ich mir natürlich auch mal das Video angeguckt, was die so sagen und meinen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen verkaufsgefärbt. Aber ganz zum Schluss sagt der gute Ben da auch irgendwas von Sherryfass und Sherryfass. Weiß ich nicht, ob er sich da vertan hat, ob er es überhaupt sagen wollte. Aber also der sieht schon Sherryfass aus oder das Eichenfass hat ordentlich Farbe abgegeben, denn der hat keinen Farbstoff bekommen. Ist mit 43% natürlich kühl gefiltert und hat 43 Volumenprozente. Das ist nett. So, und dann wollen wir doch mal sehen, wie er so in der Nase ist. Ja, also ich finde, der ist richtig schön, der ist rund, der ist süß. Ja, ich würde auch fast sagen, also die Früchte deuten so ein bisschen auf Sherry hin. Also der riecht fruchtig. Und ich wollte gerade sagen, in der Beschreibung steht auch Heu. Ich rieche da kein Heu, aber jetzt habe ich doch mal gerade meine Nase so richtig reingehalten. Da ist schon ein Anklang von Heu. Ja, also Heu, aber wenn man so richtig, für mich könnte es auch schon ein ganz klein wenig Eiche sein. Also riecht wirklich nett, ganz schön ölig im Glas. Wollen wir mal schauen, wie er so schmeckt. Die Süße bleibt erstmal. Das finde ich sehr angenehm.
Der hat einen ordentlichen Antritt, also der ist schon mundfüllend. Jetzt kommt auch so langsam die Würze durch, also das Süße verschwindet und die Würze kommt durch. Auch eine schöne Eichennote. Und ja, Sherry merke ich da nicht. Also in der Beschreibung, die ich überall gefunden habe, steht auf jeden Fall nur in Bourbonfässern gelagert. Und es gab halt so zwei, drei Andeutungen, mal hier und mal da an Sherry. Aber ich muss sagen, das habe ich da jetzt nicht. Nach dem ersten Trinken habe ich auf jeden Fall auch so eine leichte Karamell-Toffee-Note noch in der Nase. Ja, und dann eigentlich auch noch so ein klassisches, ja, so ein bisschen Orange halt. Das Gebäck und die Erdbeermarmelade aus der Beschreibung habe ich noch nicht. Vielleicht hat sich da auch jemand nur eine Stulle geschmiert. Ein wirklich schöner, also der macht Spaß, der das ist ein schöner, ich sag mal klassischer Whisky, der ist nicht, oh ja, dolle Sherry-Note, oh, da merkt man das, den Bourbon aber raus. 15 Jahre haben dem richtig gut getan, da ist eine schöne Eichennote drin, also die europäische Eiche, die sagt da Hallo, der hat trotzdem eine schöne Süße, der ist auch nicht bitter. Das ist ein ganz, ganz schicker, toller Whisky. Also das ist so ein, naja, der ist nicht so ein aufgeregter. Den würde ich, also, ja, den kann man gut Freunden, ob die jetzt schon mit Whisky-Erfahrung haben oder nicht. Ich glaube, den kann man durch die Bank weg gut anbieten. Die einen werden sagen, hui, was ist das denn? Und die anderen werden nicken und sagen, danke, danke. Es ist ein sehr schöner Whisky. Ich habe den sehr günstig geschossen. Und zwar habe ich den für unter 40 gekriegt. Also der kratzte natürlich schon an den 40. Und für 40 Euro ist das ein Hammer. Der kostet ansonsten so 50 Euro. Und die neuen 15-Jährigen, die bewegen sich ja auch gerne mal in den 70ern oder auch noch höher. Von daher, das ist ein guter Whisky zu einem guten Preis, den kann ich wirklich empfehlen. Ja, ganz uneingeschränkt. Was bleibt noch zu sagen? Also, der ist immer noch so ein bisschen da. Der hatte ein schönes Mundgefühl. Das war auch wärmend, das war angenehm. Man hat ihn aber auch überall ordentlich gespürt. Also, der Abgang war, ich möchte sagen, mittellang. Ja, aber ich kann da nichts Negatives dran finden. Gut, und damit schließe ich das Video. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen oder auch ein wenig mehr gefallen. Liked mich oder disliked mich, kommentiert mich, aber vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und zwar auf YouTube und auch auf Instagram, denn dann verpasst ihr kein Video vom Tasting Nerd. Bis dann.